Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Play F1.23. Wir machen heute weiter mit Breaking Point 2 in Kapitel Nummer 6, wenn ich richtig im Kopf habe. Und gehen wir zum nächsten Kapitel. Zum Beispiel. Wie soll ich damit umgehen? Ich weiß. Ich will unbedingt zeigen, was ich drauf habe. Bei einem der Top-Teams. Das habe ich verdient. Ich habe gehört, es gibt Interessenten. Ich brauche was anderes. Okay. Was würdest du tun? Und was haben Sie ihm geraten? Nun, ich habe ihm gesagt, dass er die Saison zu Ende fahren und dann zum letzten Team-Meeting gehen. Vielleicht würde das seine Meinung ändern. Wo waren Sie zu diesem Zeitpunkt? Oh, ich habe zu der Zeit noch Kelly geholfen beim Finale der Formel-2-Saison. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt wahrscheinlich angehen werden. Genau so ist es. Letztes Rennen der F1-Saison 2022. Nach einer Reihe beeindruckender Leistungen im Laufe der Saison befindet sich Kelly Mayer beim Saisonfinale in Abu Dhabi greifbarer Nähe zur Formel-2-Meisterschaft. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt wieder einen Anruf kriegen. Kann Kelly das schaffen? Mit Ansage. Machen wir doch glatt. So, Social. Wer die erste weibliche F2-Weltmeisterin aller Zeiten sehen. Schauen. Jetzt müssen wir das Rennen gewinnen. Na, gehen wir mal rein. Aber da, während des Rennens, mit nur wenigen verbleibenden Runden kann Kelly die F2-Meisterschaft ins Visier nehmen. Wir sind Achter und in Runde 1. Heute kämpfen gleich mehrere Fahrer und Fahrerinnen um die Formel-2-Meisterschaft. Und da haben wir noch eine Runde, das kann auch sein. Und hier ist die Favoritin, Kelly Mayer. Ihre Leistung war in dieser Saison so beständig, sie war so schnell. Ich setze voll und ganz auf Mayer, keine Zweifel. Wenn sie gut genug abschneidet, gehört der Titel ihr. Die Frage ist, wo muss sie hin? So, ich glaube nicht, dass wir... Schließ auf dem Podium ab. Sieht gut aus, Kelly. Ein Podiumsplatz sollte drin sein. Dann holen wir ihn uns. Gelb. Platz 9. So, Juri Wips. Der fightet dagegen für Fittipaldi. Das sollte könnte unser Glück sein. Und dann nehmen wir mal kurz beide Ops. So, wir sind jetzt auf Platz 7. Wer endet das Rennen auf Platz auf dem Podium oder auf dem ersten Platz? Okay. Wir haben jetzt noch 5 Runden. Okay. Alles klar. Dann geht die Folge nicht so schnell vorbei, ist aber okay. Wie gesagt, nächste Woche könnte es eventuell darauf hinauslaufen, dass wir nochmal Breaking Point sehen. Es liegt ein bisschen daran. Ich werde auf jeden Fall aufnehmen, dass ich für die Woche danach was habe. Sollte das sein, dass wir nämlich nächste Woche dann doch wieder unsere Karriere mit dem Markus zusammen sehen, verschiebt sich das hier um eine weitere Woche. Also wie gesagt, Hauptsache es kommt wieder übernächste Woche was. Das ist also nächste Woche was. Weil ich im Urlaub bin, quasi. Das mal kurz dazu. Ich fahre nämlich ab, am Freitag in Urlaub. Für 5-6 Tage.
Deswegen dauert es momentan auch mit Hogwarts Legacy, weil ich die anderen Projekte jetzt mal vorbereiten will und dann mich auf das eine konzentrieren, dass ich nicht alles gleichzeitig aufnehmen muss. Und darum ging es jetzt eigentlich. FIFA ist jetzt soweit fertig, das heißt, das Speed kommt danach und dann geht es auch wieder weiter mit Hogwarts Legacy. Und vielleicht kommt dann noch was anderes Neues. Also mal gucken. Wie gesagt, ich will ja nicht das Speed Unbound aufnehmen, muss aber gucken, dass ich dazu komme. Vielleicht gibt es das jetzt nach dem Urlaub. So, konzentrieren wir uns aber erstmal auf das Finale hier. Wir gehen jetzt an Vesti vorbei und haben jetzt Daruvala vor uns, der auf Platz 4 liegt. Podium ist in greifbarer Reichweite. Den haben wir auch schon kassiert. Und jetzt nochmal 7 Sekunden auf die Portier. 9,1 Meter auf Sergeant. Upsala, müssen wir aufpassen, nicht, dass wir jetzt hier wegdrehen und dass das Auto zu sehr beschädigt oder was auch immer. So, das Fahrzeug wird wahrscheinlich ein überrundetes Fahrzeug sein. Weil das so mehr. Was ist das schon? Ist das schon Putscher für uns? Nee, glaube ich ja weniger, oder? Doch, müsste ja sein von der. Doch, doch, das ist ein weißes Auto, also müsste das Portier schon vor uns sein. Und das wäre das Ziel, das erste Ziel. Ja, ist das Portier. Und davor sind die nächsten beiden. Davor könnte Sergeant sein. Schön vorbeigedrückt hier. Ja, davor ist Sergeant und davor ist Drugovic. Das sind also die beiden Führenden hier. Erste Aufgabe mal reicht und Bonus wollen wir noch holen. Wir haben noch 3 Runden. Wir sind gleich einen Quersteher drin gehabt, aber wir haben es geholt und damit ist Sergeant schon mal fertig und der nächste wird der Felipe Drugovic sein. Als nächstes. Das große Ziel hier. Ach Mann. Naja, müssen wir wahrscheinlich jetzt. Oh, Alter. Er wollte auch schön wegbremsen. Ich wollte mich auch, wollte nämlich vorbeigehen. Wenn auf der Linie geblieben wäre, das gepasst. Aber er kam noch rüber. Und wir führen. 2 Runden vor Ende des Rennens. So, jetzt sind wir halt zumindest ein bisschen vorne weg mit 5 Sekunden. So.
So, Fritze. Vorletzte Runde noch. So, jetzt haben wir gleich die letzte Runde, die finale Runde. Sollte auch besser noch was mit den Curbs, nicht, dass wir uns am Unterboden oder Frontflügel oder was auch immer kaputt machen. Jetzt zur Kurve. Und dann geht's ins große Finale hier bei F1-23 bzw. F2-22, wenn man so sieht. Mit Kelly Mayer auf dem Weg zum WM-Titel. Aktueller Vorsprung 16,7 Sekunden auf Filip Petrović. Wir wollen natürlich jeden Titel holen. Hier die Ecke, in der damals 2021 Verstappen Hamilton versenkt hat und sich den Titel dann irgendwo klar gemacht hat. Ich will natürlich den Titel haben, ja. So, wir ziehen weg vorne. Auf Platz 2. Klar, wir fahren auf leicht. Aber es geht in erster Linie auch darum, mal die Ziele zu erreichen. So, schön jetzt nochmal zum Hotel hier. Sind wir gleich an der Ecke, nämlich hier, wo Latifi in jedem Rennen 21 so ein Auto weggeworfen hat und eigentlich mehr oder weniger Verstappen wieder in den WM-Kampf reingebracht hat, sonst hätte er das nie und nimmer geschafft. Und wir haben es leichter Quersteher noch in der letzten Kurve, wir haben den Titel. Wir holen uns den Sieg hier in Abu Dhabi. Jetzt haben wir einen neuen Star. Kelly Mayer gewinnt hier und heute als erste Frau die Formel-2-Meisterschaft. Historisch. Tja, irgendjemand muss ja die Erste sein. Ich hoffe nur, dass das beweist, dass Talent genauso wichtig ist wie Geld. Was ist mit Ihrem Vater? Hat er Ihnen schon gratuliert? Nope. Nächste Frage. Kelly, was wir uns alle fragen, wie fühlt man sich als Frau im Motorsport? Keine Ahnung, John. Wie fühlt man sich als Mann in der Berichterstattung? Nächste Frage. Hitzköpfig. Ja, auf jeden Fall sicher. Aber genau das muss man zu einem gewissen Punkt auch sein. Sonst wäre das nie passiert, dass Kelly für uns den Titel geholt hat. Das ist schon ein Wahnsinnsding. Sowohl für den Sport, aber auch für alle anderen.
Und für Sie? Was haben Sie empfunden? Das war einer der stolzesten Momente meiner Karriere. Ich war zum ersten Mal ein Mentor für jemanden. Aber auch traurig, weil ich gehen musste. Hatten Sie Kelly schon von Ihrem neuen Job erzählt? Ja, natürlich. Und ich sagte ihr, dass ich sie am liebsten mitnehmen würde. Sie hat's verstanden. Und Aiden, haben Sie es ihm auch erzählt? Nein, er war zu beschäftigt. Beschäftigt? Er war ja drauf und dran, dem Team zu sagen, dass er es verlassen würde. Guten Abend alle zusammen. Danke fürs Kommen. Ich weiß, Aiden möchte uns heute etwas mitteilen, aber erst möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Geht ganz schnell. Es ist kein Geheimnis, dass ich mich in dieser Saison verausgabt habe. Denn ihr wisst, mir gehört das Team, ich leite das Team, das ist viel Druck, okay? Und daher habe ich beschlossen, nicht mehr den Job als Teamchef auszuüben. Ab nächster Saison. Ich werde versuchen, Cornersport Racing weiter zu der Marke zu pushen, die es verdient. Während der neue Teamchef sich allein auf die Leistung und die Punkteränge konzentrieren wird. Und wir haben schon jemanden gefunden, der diese Rolle erfüllt. Kasper? Ich hab's mir fast gedacht. Danke, vielen Dank. Das ist ein großer Schritt für mich. Aber ich freue mich schon sehr auf die nächste Saison mit euch. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Ich tut mir leid, wenn ich das eben gerade so dramatisch präsentiert habe, okay? Begrüßt jetzt den Mann, der euch bezahlt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Gut. Okay, das ist durchaus überraschend. Aiden, du wolltest auch noch was verkünden. Du hast das Wort. Nein, ist nicht so wichtig. What? Ich wollte nur sagen, danke euch allen für die gute Arbeit dieses Jahr. Und ich freue mich auf die nächste Saison. Besonders mit Kasper an Bord. Wow. Er wollte eigentlich sagen, dass er geht. Und jetzt kommt Kasper und jetzt sagt er, er bleibt. Wow. Ich glaube, wir kriegen am Ende nochmal die Entscheidung. Ich glaube, wir kriegen am Ende nochmal die Entscheidung, ob wir gehen oder bleiben. Gut. Mit Kapitel 7 sehen wir uns dann, würde ich sagen, in der nächsten Episode wieder. Dann eventuell nächste Woche Freitag oder darauf der Freitag. Muss ich gucken, wie gesagt, wie schnell träge ich den Markus am Start, ob wir nochmal eine Runde fahren oder ob wir nicht fahren. Daran entscheidet sich das Ganze. Jedenfalls, ich bin heute raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Breaking Point 2.